Ja, hallo und auch herzlich willkommen von uns nochmal. Ich bin der Daniel. Ich bin der Christian. Und wir erzählen euch jetzt ein bisschen was über Geheimschriften, wie man sie bricht und was Kryptographie sonst noch so kann. Und wir fangen mal direkt an mit etwas, was wir für euch vorbereitet haben. Ihr habt alle diesen Zettel bekommen und da ist schon eine verschlüsselte Botschaft drauf im Freimaureralphabet. Die Freimaurer waren ein Geheimbund, die sind immer noch ein Geheimbund, heute nicht mehr ganz so geheim wie früher. Und die haben sich eine Geheimschrift überlegt und die seht ihr jetzt da. Man schreibt das ABC in so Kästchen rein und ersetzt dann, wenn man eine geheime Botschaft aufschreiben will, die Buchstaben durch solche Symbole. Und da ganz unten rechts seht ihr mal die Buchstaben A, B, C, D in diesen Symbolen hingeschrieben. Das heißt, das A ist gerade die obere linke Ecke und das B sieht so ein bisschen aus wie ein U. Das kann man aus diesem Muster dann ablesen. Und ihr sollt jetzt, ihr habt alle hoffentlich diese Zettel und einen Stift, da mal hergehen und unten auf dem Zettel die geheime Botschaft, die in diesen Symbolen hingeschrieben ist, entschlüsseln. Das heißt, unten drunter hinschreiben, was das denn heißt. Das Freimaureralphabet ist natürlich nicht die einzige Geheimschrift, die es gibt. Relativ bekannt ist vielleicht dem einen oder anderen von euch die Löffelsprache. Da geht es weniger darum, Dinge geheim aufzuschreiben, sondern irgendwie so zu reden, dass andere Leute nicht verstehen, was man sagt, es sei denn, sie kennen die Geheimsprache. Und wenn man zum Beispiel sagen will, Geheimsprachen sind toll, dann heißt das Gelewe heile beim Spralewachele, wenn sie Levin tolle woll. Hört sich erst nach Kauderwelsch an, aber wenn man den Trick kennt, ja, bei jedem Vokal wird so ein L-E-W eingefügt, dann kann man das relativ leicht lernen und auch leicht verstehen, was jemand sagt. Und wenn man das irgendwie geschrieben sieht, dann wird auch relativ schnell klar, man muss irgendwie nur ein paar Teile weglassen und dann kann man es wieder lesen. Ist also eine sehr einfache Geheimsprache. Und noch ein anderes Beispiel, was ich euch zeigen möchte, ist Atbash. Das wurde im Hebräischen entwickelt, ist auch schon sehr alt. Die haben einfach das Alphabet rückwärts hingeschrieben. Das heißt, einmal das Alphabet vorwärts, darunter das Alphabet rückwärts. Und ein A wird dann durch ein Z ersetzt, ein B durch ein Y, ein C durch ein X. Und wenn man dann Geheimschriften sind toll aufschreiben will, dann gibt es hier unten schon so einen Buchstabensalat, den man gar nicht mehr vernünftig vorlesen kann. Das sieht jetzt schon ziemlich gut versteckt aus. Es gibt allerdings mit diesen Geheimsprachen, die wir jetzt gerade gesehen haben, sowohl im Freimaureralphabet als auch dem Atbash oder dieser Löffelsprache, gibt es ein Problem. Das Ganze funktioniert nur so lange, wie die Geheimsprache geheim ist. Sobald also irgendjemand mal bei den Freimaurern war und er kennt dieses Alphabet, das ihr jetzt auch auf euren Zetteln habt, dann kann er sämtliche Nachrichten, sämtliche Aufzeichnungen der Freimaurer, die geheim bleiben sollten, damit entschlüsseln. Das heißt, jedes Mal, wenn irgendjemand das Geheimnis lernt, der es nicht lernen soll, diese Sprache kennenlernt, der es eigentlich gar nicht können soll, muss das komplette System geändert werden. Muss man sich völlig neue Symbole überlegen. Und das ist auch genau der Grund, warum man diese heutzutage überhaupt nicht mehr einsetzt. Ein Verräter macht alles kaputt, haben wir das genannt. Das heißt, wenn einer verrät, wie es funktioniert, ist das komplette System zusammengebrochen. Man kann das ein bisschen vergleichen wie mit einer Geheimtür. Stellt euch vor, ihr wohnt daheim im großen Haus und ihr habt irgendwo ein ganz geheimes Zimmer, beispielsweise ein geheimes Spielzimmer. Und da gibt es eine Geheimtür und es gibt einen bestimmten Trick, wie man die öffnet. Wenn ihr einmal einem eurer Freunde zeigt, wie diese Geheimtür geöffnet wird und der verrät das vielleicht, dann müsst ihr eine komplett neue Geheimtür einbauen, müsst ihr euch einen komplett neuen Trick überlegen, dann ist alles vorbei, dann funktioniert das schon nicht mehr. Oder ihr müsst umziehen, weil die alte Geheimtür, die ist nicht mehr geheim, das kennt ein einziger. Und genau aus diesem Grund hat man bereits im 18. Jahrhundert, der Herr von Kerckhoffs, sich überlegt, dass das ja so nicht gehen kann. Und dann hat man das sogenannte Kerckhoffsche Prinzip hat er begründet und er hat gesagt, das Verfahren, das muss öffentlich sein. Wie ich das verschlüssel, muss öffentlich sein.
bis auf einen kleinen Teil, ein kleines Geheimnis, das nennt man heute einen Schlüssel. Das ist nur ein ganz kleiner Teil, den man sich relativ gut merken kann und den man noch zusätzlich braucht, um zu verschlüsseln und um zu entschlüsseln. Und dieser Teil, der darf geheim bleiben. Also das Verfahren ist öffentlich, der Schlüssel ist geheim. Mal ein Beispiel aus der realen Welt, das Zylinderschloss. Ihr kennt das alle, ihr habt alle so daheim so einen Schlüssel. Das ist dann so ein Metallstück, das habt ihr in der Tasche. Und das Verfahren an sich, wie so ein Zylinderschloss prinzipiell funktioniert, das weiß jeder oder das kann jeder nachschlagen. Ja, es steht irgendwo in so einem großen, dicken Buch, wo alles drin steht, wie funktioniert eigentlich ein Zylinderschloss. Aber wie euer Schlüssel zu eurer Haustür ganz genau aussieht, das ist der geheime Teil. Das weiß nicht jeder, das steht in keinem Buch, sondern nur ihr habt diesen Schlüssel und damit könnt nur ihr euer Zylinderschloss aufmachen. Also obwohl jeder weiß, wie ein Zylinderschloss funktioniert, braucht man euren speziellen Schlüssel, um euer Schloss aufzumachen. Ja, und jetzt kommen wir zur ersten Verschlüsselung mit Schlüssel. Die wurde von Julius Caesar entwickelt und der hat die Buchstaben auch wieder ersetzt, und zwar indem er einfach Buchstaben im Alphabet weiter verschoben hat. Das heißt, wenn der geheime Schlüssel zum Beispiel eine 3 war, dann hat er alle Buchstaben im Alphabet 3 Stellen weitergeschoben. Aus einem A wird dann ein D, aus einem B ein E, aus einem C ein F und so weiter. Und der geheime Schlüssel ist eben, wie viele Stellen man weiter verschoben hat, nämlich genau 3 Stellen in diesem Beispiel. So, das ist schon mal ein bisschen besser als die Freimaurerchiffre, aber man kriegt es trotzdem sehr leicht gebrochen und wir zeigen euch jetzt wie. Hier ist mal ein verschlüsselter Text hingeschrieben, da oben. Und wenn man da mal die Buchstaben zählt, dann sieht man, der häufigste Buchstabe ist ein G. Eigentlich ist in der deutschen Sprache der häufigste Buchstabe das E. Und dann sieht man, da kann man sich schon denken, vermutlich ist das, was jetzt ein G ist, also hier zum Beispiel das G, das wird vorher ein E gewesen sein. Und jetzt können wir versuchen, wieder zu entschlüsseln, indem wir das benutzen. Das machen wir so, wir schreiben erstmal das ABC wieder ganz normal hin. Und wir wissen, im verschlüsselten Text, das G war eigentlich ein E. Und jetzt können wir weiter das ABC auffüllen. Ja, nach dem E kommt F, G und so weiter. Und wenn wir am Ende fertig sind, fangen wir vorne wieder an mit Y und Z, haben das Klartextalphabet unten drunter geschrieben. Und jetzt kann man das zum Entschlüsseln benutzen. Immer wenn hier oben ein G steht, ersetzen wir das durch ein E. Wenn da oben irgendwie ein B steht, ersetzen wir das durch ein Z. Und so weiter. Und wir haben euch wieder was vorbereitet. Das ist auf der anderen Seite von dem Zettel, den ihr habt. Da steht ein anderer Geheimtext drauf. Mit einem anderen Schlüssel verschlüsselt, den ihr jetzt erstmal rausfinden müsst. Genau, das heißt, jetzt könnt ihr wieder versuchen, eine geheime Botschaft zu entschlüsseln. Da ist das ABC drauf geschrieben. Der häufigste Buchstabe ist diesmal das N. Das heißt, ihr schreibt unter das N ein E, füllt dann das ABC weiter auf und könnt dann die geheime Nachricht entschlüsseln. Jetzt kann man Buchstaben nämlich nicht einfach nur durch andere Buchstaben ersetzen. Man kann irgendwelche komischen Symbole hernehmen. Bei Atbasch wurde das Alphabet rückwärts hingeschrieben. Bei der Freimaurer-Alphabet wurden so komische Kästchen gemalt. Aber dieser Trick, dass der häufigste Buchstabe das E ist, und der zweithäufigste Buchstabe ist dann das N, der dritthäufigste das I. Das kann man immer benutzen, um alle möglichen Buchstabenersetzungen zu knacken. Ja, das heißt, egal wie man Buchstaben ersetzt, ob man irgendwelche Symbole hernimmt oder durch andere Buchstaben ersetzt oder andere Symbole nimmt, das häufigste Symbol ist normalerweise das E, das zweithäufigste Symbol ist das N, das dritthäufigste das I, das vierthäufigste ist das S und so weiter. Das heißt, wenn man so einen verschlüsselten Text bekommt, in dem einfach nur Buchstaben durch etwas anderes ersetzt sind, dann muss man nur zählen, was am häufigsten vorkommt und was am zweithäufigsten und am dritthäufigsten vorkommt und kann dann entsprechend schon die richtigen Klartextbuchstaben darunter schreiben. Und wenn man das für die 9 oder 10 häufigsten Buchstaben gemacht hat,
dann sieht man schon, hier unten ist mal so ein Text hingeschrieben, wo diese Buchstaben schon entschlüsselt sind. Da bleibt gar nicht mehr so viel übrig. Das kann man dann schon fast direkt lesen. Ja, das heißt, egal wie so eine Buchstabenersetzung aussieht, ob es die Caesar-Verschlüsselung ist oder das Freimaurer-Alphabet oder Atbash, das kann man alles mit diesem Trick knacken, dass man zählt, wie häufig welche Zeichen vorkommen. So, jetzt haben wir uns angeschaut, wie man Buchstaben oder wie man Text verschlüsseln kann. Andere Frage ist natürlich, wie macht man das eigentlich mit Bildern? Bildern sind mal ein schönes Beispiel, weil man direkt sieht, was bei so einer Verschlüsselung passiert. Und was wir bisher gemacht haben, mit wir ersetzen einen Buchstaben immer durch einen anderen Buchstaben, das ist ein bisschen so, als würde man bei einem Bild eine Farbe immer durch eine andere Farbe ersetzen. Und wir haben hier mal ein Beispiel genommen, das ist der Tux, das Linux-Wahrzeichen, der Pinguin. Und wenn wir jetzt einfach bei diesem Bild jeden weißen Punkt durch einen schwarzen Punkt ersetzen, jeden gelben Punkt durch einen blauen Punkt ersetzt, dann sieht das Bild zwar völlig anders aus, aber wir können immer noch erkennen, dass es ein Pinguin ist. Das heißt, wir haben gar nicht so viel gewonnen. Wir haben also nicht wirklich verschlüsselt, denn da ist immer noch erkennbar, was eigentlich auf diesem Bild zu sehen ist. Und das ist ein Problem. Wir wollen ja bei einer Verschlüsselung eigentlich, dass man gar nichts mehr erkennt. Das heißt, wir wollen das eigentlich, dass es so aussieht wie das Bild ganz unten rechts, wo man wirklich gar nichts mehr erkennt. Also man weiß gar nicht, war da jetzt vorher ein Pinguin drauf oder ein Elefant oder eine Giraffe oder ein Löwe. Die sehen am Ende alle gleich aus. Zumindest für uns ununterscheidbar. Also wir können nicht sagen, welche das sind. Und wir wollten euch auch mal ganz kurz zeigen, nachdem wir euch jetzt gezeigt haben, wie man so einfache Verschlüsselungsverfahren brechen kann, nämlich mit dieser Häufigkeitsanalyse, so nennt man das, wenn man zählt, welcher Buchstabe wie häufig ist, wollten wir auch ganz kurz zeigen, wie man es heute tatsächlich macht. Das ist jetzt ein bisschen komplizierter. Wir erklären auch nur ganz kurz die Struktur. Ihr müsst euch das nicht alles merken. Und zwar, jetzt brauche ich doch mal diesen tollen Laserpointer. Ganz kurz. Was man macht, ist, einmal ersetzt man Teile. Also man nimmt das, was man verschlüsseln möchte, ersetzt Teile, so wie wir es vorhin auch gemacht haben, einen Buchstaben durch einen anderen Buchstaben, aber damit nicht genug, sondern danach werden die durcheinander gewürfelt und dann wird irgendwie der Schlüssel, der wird dann hier drauf addiert. Es wird also ersetzt, gemischt, Schlüssel drauf addiert. Und das passiert nicht nur einmal, sondern das passiert ganz oft. Das nennen wir eine Runde. Ersetzen, verwürfeln, Schlüssel dazu addieren. Das ist eine Runde und wir machen dann 16 Runden oder 32 Runden oder 256 Runden, also ganz, ganz viele von diesen Runden hintereinander. Und dadurch wird es sehr, sehr schwierig, hinterher wieder ohne den Schlüssel aufs Chiffrat zu kommen. Aber man kann es trotzdem noch falsch machen. Man kann nämlich einfach sagen, ich nehme wieder bei dem Bild jeden Pixel einzeln, also jeden Bildpunkt einzeln und schicke ihn durch diesen Verschlüsselungsalgorithmus. Also ich nehme zuerst den ersten Teil, schicke den da durch und dann kommt das erste Teil des Chiffrats raus, also der erste Teil des verschlüsselten Bildes. Das ist aber eigentlich nichts anderes, als würde ich jeden Bildpunkt einzeln ersetzen. Dann sieht die Farben vielleicht ein bisschen anders aus, aber ein weißer Bildpunkt wird immer auf die gleiche Farbe ersetzt. Und aus diesem Grund wird heutzutage, wenn man es wirklich richtig machen möchte, werden die einzelnen Bildpunkte noch miteinander verknüpft. Und zwar passiert das folgendermaßen, man nimmt den ersten Bildpunkt, schickt ihn durch sein Verschlüsselungsverfahren, also wieder ersetzen, permutieren, also mischen, den Schlüssel dazu addieren, 16 Mal, diese 16 Runden. Das Ergebnis wird dann auf den zweiten Bildpunkt drauf addiert und dann erst wird der zweite Bildpunkt verschlüsselt. Das heißt, wenn der erste Bildpunkt weiß war, dann ist der zweite Bildpunkt weiß plus das, was beim ersten rausgekommen ist, wenn man den verschlüsselt hat. Und das ist natürlich was anderes als weiß. Das heißt, selbst wenn der erste und der zweite Teil gleich sind, die gleiche Farbe haben, ist unten das, was rauskommt, hat eine verschiedene Farbe. Das sieht einfach anders aus, weil was anderes reingegangen ist. Okay,
Nachdem wir jetzt so ein bisschen gezeigt haben, wie so Verschlüsselung aussieht, wie man sowas heute macht, stellt sich eigentlich die Frage, ja gut, wie schafft man es eigentlich, dass zwei Personen jetzt den gleichen geheimen Schlüssel kennen und sich damit geheime Nachrichten verschlüsseln und zuschicken können? Die müssen ja beide den gleichen Schlüssel kennen, damit derjenige, der die Nachricht bekommt, die Nachricht auch wieder entschlüsseln kann. Das Allereinfachste ist, wenn man einen Boten hat, jemand, dem man vertraut, dem gibt man den geheimen Schlüssel und der bringt dem zu dem anderen, der nachher die Nachricht bekommen soll und gibt da den Schlüssel ab, erzählt ihm den geheimen Schlüssel und dann haben beide den gleichen gemeinsamen geheimen Schlüssel. Aber das ist so ein bisschen geschummelt, weil der Bote hätte ja auch gleich die Nachricht übertragen können. Eigentlich wollen wir ja verschlüsseln, weil wir dem Boten nicht vertrauen. Und wie man das mit ganz einfachen Mitteln machen kann, das wollen wir euch jetzt quasi mit eurer Hilfe so ein bisschen vorspielen, mit einer Kiste und zwei Schlössern. Genau, wir suchen erstmal zwei Freiwillige aus dem Publikum. Das sind Felix und Elias. Habt ihr euch vorher schon mal getroffen? Nicht gut, ihr kennt euch also nicht und ihr habt keinen gemeinsamen geheimen Schlüssel, aber ihr wollt euch eine Nachricht zukommen lassen, ja? Und jetzt, der Christian ist nachher ist der Bote, der die Nachricht von Elias zu Felix bringt. Und der Christian ist neugierig, deswegen müssen wir irgendwas machen, damit der Christian die Nachricht nicht lesen kann. Und das machen wir jetzt folgendermaßen. Also, jeder von euch hat ein Schloss und den passenden Schlüssel. Haltet ihr das mal hoch, sodass die Kinder das alle sehen? Genau. Der Felix hat ein blaues Schloss und einen blauen Schlüssel und der Elias hat das Ganze in Rot. Gut. Genau, und jetzt möchte Elias Felix diese Nachricht hier überbringen und dazu benutzen wir diese Kiste. Und das Tolle an dieser Kiste ist, sie ist abschließbar. Die einfachste Möglichkeit wäre natürlich, wenn beide jeweils einen Schlüssel zum gleichen Schloss hätten. Das ist aber nicht der Fall, sondern jeder hat sein eigenes Schloss. Also du hast jetzt dieses Ding reingemacht. Jetzt machst du hier dein Schloss dran. Mach's mal bitte an die Seite, dann muss man ein anderes daneben. So. Jetzt ist diese Kiste abgeschlossen. Jetzt kann ich als Bote, ich kann da nicht reinschauen, das geht nicht, die ist zugeschlossen. Ich kann die jetzt rüberbringen, also ich bringe die jetzt von Elias zu Felix. So, jetzt kann der Felix sie allerdings nicht aufmachen. Da ist ja immer noch ein Schloss dran, aber du hast ja dein eigenes Schloss, mach mal dein eigenes Schloss einfach daneben. Genau, so. Ja genau, das wird jetzt abgeschlossen. Jetzt kann ich erst recht nicht reinschauen, sonst sind ja auf einmal zwei Schlösser da. Nur jetzt ist die Nachricht ja immer noch nicht da. Was bringt uns das? Das werden wir gleich sehen. Jetzt lass es mich nicht so schnell. So, ich bringe jetzt die Nachricht wieder zurück, beziehungsweise die Kiste mit der Nachricht drin. Jetzt kann der Elias sein Schloss abmachen. Er hat ja den Schlüssel. Genau, ab ist das Schloss. Jetzt ist die Nachricht immer noch da drin. Verschlossen, ich kann immer noch nicht reinschauen, aber ich kann jetzt die Nachricht zurückbringen, genau, und der Felix weiß es schon, er hat jetzt den Schlüssel, womit er die Nachricht, genau, womit er es, und jetzt kannst du die Nachricht rausnehmen. Genau. Dankeschön. Genau. Mach auf, dann kannst du die Nachricht lesen. Und in dem Falle ist jetzt eine Einladung zum Tee drin. Das heißt, der Elias hat ihn zum Tee eingeladen. Aber das funktioniert natürlich mit jeder anderen Nachricht. So, okay, dann kannst du es mal wieder reintun. So, vielen Dank für eure Hilfe. Dankeschön. Wir haben jetzt also gesehen, wie zwei Leute, Elias und Felix, sich eine Nachricht hin und her schicken konnten, ohne dass sie einen gemeinsamen Schlüssel hatten. Das Einzige, was sie brauchten, war jeder ein Schloss, wo sie jeweils nur den Schlüssel dazu hatten und eine Kiste, wo zwei Schlösser dranbringen. Das ist einer von diesen Sachen, wie man dieses Schlüsselaustauschproblem umgehen kann. Wir wollen euch noch was ganz anderes zeigen. Was wir bisher betrachtet haben, das hatte alles mit Verschlüsselung zu tun oder wie man Nachrichten sicher austauscht. Und was wir jetzt haben, ist noch ein ganz besonderes Kunststück. Denn das ist also eine Sache, die geht, wo man erstmal glaubt, das funktioniert gar nicht.
Und wir werden das mal ganz kurz demonstrieren. Also stellt euch vor, Daniel und ich, wir sind gar nicht im gleichen Raum, wir können uns gar nicht sehen, sondern wir unterhalten uns beispielsweise nur per Telefon. Und wir wollen aber Schnick, Schnack, Schnuck oder Schere, Stein, Papier spielen. Und dann würde ich sagen, Daniel, dann fang du einfach mal. Also wir machen jetzt auf drei. Schere, Schere, Stein, Papier. Also eins, zwei, drei. Was hast du, Daniel? Schere. Ich habe natürlich Stein. Das glaube ich nicht. Wieso das denn? Du schummelst nicht? Doch. Ich schummel gar nicht. Ja, dann machen wir das mal andersrum. Dann fange ich mal an. Okay. Also eins, zwei, drei. Ich habe Papier. Ich habe Schere. Ja, das glaube ich dir aber nicht. Das schummelst du doch. Nein. Ihr seht also, es ist so einfach, ist es gar nicht. Wenn man sich nicht sehen kann, wenn man nicht weiß, was der andere hat, dann muss man Kryptographie benutzen. Und das ist genau das, was wir jetzt machen werden. Dazu brauchen wir ein kleines Hilfsmittel. Und zwar ist das ein Telefonbuch. Und wichtig ist, dass wir beide das gleiche Telefonbuch haben. Das ist jetzt in unserem Fall der Fall. Aber wenn ihr einfach das örtliche Telefonbuch nehmt und nur mit jemandem aus der gleichen Stadt das machen wollt, das funktioniert. Und zwar machen wir das jetzt folgendermaßen. Einer von uns, in dem Falle bin ich das, ich fange an. Ich suche mir jetzt Schere, Stein oder Papier aus und dazu schaue ich in diesem Telefonbuch nach. Also ich suche mir das aus, ich sag mal, das hört jetzt der Daniel ganz kurz nicht, ich sag mal, ich nehme Stein. Jetzt muss ich irgendwie dem Daniel klar machen, dass ich mir Stein ausgesucht habe und dass ich das auch nicht mehr ändern kann, dass das also festliegt, ohne dass der Daniel erfährt, dass ich mir Stein ausgesucht habe. Dazu benutze ich folgenden Trick. Ich sage einfach, in den Seiten, also in den Seitenzahlen, wenn die auf 1, 2 oder 3 enden, dann ist das Schere. Wenn sie auf 4, 5 oder 6 enden, ist das Stein. 7, 8, 9 ist Papier. Nur ganz kurz. Ich suche mir jetzt also, ich habe mir Stein ausgesucht, ich suche mir jetzt irgendeine Seitenzahl aus, die endet auf 4, 5 oder 6. Zum Beispiel hier, das ist die 346 und dem Daniel könnte ich jetzt natürlich sagen, ich habe mir die Seite 346 ausgesucht, aber dann weiß er ja, ja, das ist Stein und dann kann er entsprechend wieder schummeln und Papier auswählen. Stattdessen suche ich mir eine Telefonnummer von dieser Seite aus und zwar ganz weit oben, damit wir die nachher gleich vergleichen können. Und jetzt spielen wir das Spiel. Das heißt, Daniel, hörst du mir zu? Ja, hallo Christian. Okay, ich habe mir was ausgesucht, ich sage dir natürlich nicht was, aber die Telefonnummer, wo das drinsteckt, das ist die 262-9627. 262-9627? Genau. Ah gut, ich merke mir das. Du musst dir jetzt merken. Und jetzt kann der Daniel sagen, was er sich ausgesucht hat. Dann nehme ich heute mal Schere. Nimmst du Schere? Gut. Ja. Und meins liegt jetzt fest. Und ich muss jetzt sagen, ja, ich habe mir Stein ausgesucht und das kann ich beweisen, weil die Telefonnummer, die 262-9627, die steht auf der Seite 346. 346? Warte, genau. Ich such das mal. Schau mal nach auf der Seite 346. Ah, ja, ich habe sie gefunden. Ja, tatsächlich. Und die Seite endet auf 6, das heißt, du hast Stein. Genau, habe ich ja verloren. Und dann habe ich gewonnen. Und das ist der Trick, wie man das machen kann. Wir können das ja nochmal andersrum spielen. Diesmal fängt der Daniel an. Okay, ich suche mir was aus. Ich nehme die, ich sag dir die Telefonnummer 481541. 481581, okay. Nein, 481541. 481541. Genau. Okay, dann nehme ich Papier. Du nimmst Papier. Gut, das steht auf Seite 401, ganz oben, zweite Spalte von rechts. Und weil meine Seitenzahl auf 1 endet, habe ich Schere genommen und gewonnen. Da hast du gewonnen. Oh ja, ich sehe, das stimmt. So. Das heißt, so haben wir, ohne uns zu sehen, ohne zu überprüfen, was sich der andere ausgewählt hat, Schere, Stein, Papier gespielt über Telefon. Und das war eine neue Entdeckung im, wann war das, 90er Jahren? 82, glaube ich. 82. Das ist also relativ neu. Damit wollen wir die
Vorlesung zum Thema Geheimschriften, wie man sie knackt und was die Kryptographie sonst noch kann, beenden und bedanken uns für eure Aufmerksamkeit.